Die neue Folge, die euch jetzt erwartet, beginnen wir mit einem Blick auf die Tabelle. Und zwar sehen wir ganz unten die Eintracht Braunschweig, die mit 6 Punkten ziemlich am Ende ist und natürlich auch dementsprechend viele Gegentore kassiert hat, nämlich 31 an der Zahl. Wir wollen das Ganze etwas ausbauen, und zwar deren Negativbilanz, weil wir genau jetzt gegen diese Mannschaft antreten werden. Und wir müssen Gas geben, sage ich jetzt direkt. Wir werden allerdings wieder rotieren, auch im Sturm natürlich. Werden das Ganze dann so anlegen, dass Mandzukic jetzt reinkommt, Martinez geht raus, dafür kommt Schweinsteiger. Nee, Quatsch, Martinez bleibt drin erstmal. Schweinsteiger hat jetzt genug Partien nacheinander gespielt, dann kommt Robben. Bleibt drin, Thiago bleibt drin, Kroos kommt allerdings wieder raus für Mario Götze, Müller kommt, ne komm, dann machen wir Müller auf die Position von Robben, Shaqiri bleibt erstmal, dann bringen wir Varane, lassen wir drin, Boateng raus, Dante rein, Rafinha rein, Lahm raus, Pizarro für Lewandowski, dann. Ja, das können wir eigentlich lassen. Gut. Dann passt das jetzt erstmal so. Wäre jetzt eine gute. Also, da haben wir jetzt viel rotiert. Also, da haben wir wirklich viel rotiert. Nee, Quatsch, Quatsch, dann lasse ich Pizarro am Anfang spielen. Dann spielt Pizarro jetzt mal von Beginn an. Der hat auch schon ewig nicht mehr gespielt. Kann Claudio Pizarro jetzt auch mal seine Tor-Gefährlichkeit zeigen? Ja. Wir gehen in die Partie gegen die Eintracht aus Braunschweig, stoßen direkt an, würde ich sagen. Rot gegen Schwarz, Schwarz-Gelb. Ludger Falk ist unser Schiedsrichter am 30. November 2013 auf Profi bei 6 Minuten Spielzeit und einem bewölkten Klima, einem bewölkten Wetter, würde ich mal. Nee, Klima und Wetter sind ja was Verschiedenes. Das will ich jetzt nicht sehen. Weiter geht's. Direkt in die Partie. Voll Gas, Jungs. Shaqiri. Jetzt auf Alaba. Also ich muss sagen, ich finde die Trikots der Eintracht ziemlich schön. Die gefallen mir gut. Die haben das gewisse Etwas. Rafinha. Oh, der ist durch, der ist durch. Oh nein, wie kannst du das Ding da nicht reinmachen? So ein schöner Ball von Pizarro auf. War das Shaqiri? Ja, ich glaube schon. Und der haut das Ding daneben. Ich glaub's nicht. Das gibt's doch echt nicht, das da. Mein Gott. Jetzt auf Claudio Pizarro. Pizarro in die Mitte. Oh, da ist Götze, aber der kommt nicht ran. Da ist noch jemand vor ihm dran. Oh, das war wohl ein Handspiel von Martinez. Aber es gab dann dementsprechend Vorteil, weil Braunschweiger noch im Ballbesitz war. Oh, komm, also gegen die müssen wir jetzt was reißen. Das kann ja wohl jetzt nicht sein, dass wir jetzt schon so anfangen. Das Tor nicht treffen. Aber man soll leichte Gegner ja nicht zu locker nehmen. Ha! Was war denn das? Was war denn das jetzt mal ohne Witz? Laufen die einfach da vorbei. Ich habe jetzt gedacht, Neuer macht das Ding auf einmal noch selber ins Tor. Mein Gott, was war das jetzt ohne Witz? Das war jetzt sau verwirrend. Ich habe schon fast einen Herzkasper bekommen. Martinez. Pizarro. Da ist ja keiner. Beziehungsweise da war jemand, aber der Ball ist nicht durchgekommen. Ah, das war ein Foulspiel. Hochscheid, Reichel. Was sind das für Namen? Oh! Varane. So, jetzt aber die Außen. Alter, hat der lange Beine. Auf Götze. Götze. In der Mitte müsste jetzt eigentlich Pizarro so langsam mal warten. Da ist er auch. Aber der kommt nicht ran. Ah, ne, es war Thiago jetzt. Pizarro war noch ein bisschen weiter hinten dran. Der hat noch länger gewartet. Oh, das war kein Foul, Varane. Oh, er muss doch jetzt durchgehen.
Thiago. Tja, oh Mist. War mir klar, dass das nichts bringen würde, aber man kann es ja mal versuchen. Zur Not gibt es halt einen Eckball, wenn der Torwart da nicht richtig sicher ist. Oh, leck. Setzt ja das Ding daneben. Alaba. Shaqiri. So, Seitenwechsel. Oh, nein, der sollte eigentlich auf Pizarro gehen. Ich wollte ihn auch hochspielen, aber da war, habe ich etwas zu langsam reagiert. So, jetzt wieder auf Thiago raus. In der Mitte Pizarro. Pizarro, den muss er jetzt aber kriegen. Oh, was ist das für eine Flanke? Was ist denn das für eine Flanke? Mann, 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 Mann. Da war ich jetzt mit dem Abstoß. Kurzer Ball auf Pizarro. Pizarro jetzt auf Götze. Götze! Oh. Oh, es gibt natürlich jetzt Abstoß, oder? Ja. Pizarro, bleib doch einfach da weg. Bleib doch einfach da weg. Hätte es einen Eckball gegeben, wäre vielleicht drin gewesen, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Aber nein, er muss ja dann noch hingehen und es gibt nichts. Nur Abstoß für den Gegner. Müller über rechts. Müller. Müller. Ey. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Oh, Pizarro! Nee, steht der im Abseits. Das war doch nur minimal. Das wäre so ein schönes Tor gewesen. Das gibt's doch nicht. Oh, Pizarro, du wirst doch wohl noch ein Kopfballduell gewinnen können. Was macht denn der Neuer da? Oh, Mann. 6 Ligaspiele ohne Gegentor, ja. 6 von... Das ist jetzt das 14. Spiel. 6 von 13 Spielen bis jetzt ohne Gegentor absolviert. Und in den restlichen 7 Partien dann... In den restlichen 7 Partien 8 Stück kassieren. Shaqiri... Kommt nicht an. Oh, Alaba. Oh, leck mich doch am Backen. Ey, was machen die denn da immer? Das ist alles mir... Das ist mir alles vollkommen suspekt. Ich verstehe das nicht. Warum die Bälle so oft im Auslanden bei so einem Ding? Pizarro. Pizarro auf Müller. Jetzt wieder auf Pizarro. Pizarro! Oh, schöner Schuss. Aber leider... Die Chance vergeben. Jetzt aber wieder Pizarro. Pizarro. Oh, was ist denn das für ein Schuss? Mann. Pizarro ist ja gleich schon platt, oder was? So, Pizarro. Was macht denn der? Läuft einfach am Ball vorbei. Also irgendwie geht mir das Spiel in letzter Zeit ein bisschen auf den Keks. Vor allem, weil der Eigensinnigkeit der Spieler. Die laufen am Ball vorbei. Die, so wie jetzt gerade, also wie gerade eben. Die laufen die ganze Zeit am Ball vorbei. Ich verstehe das nicht. Und jetzt... Nein. Oh, da schiebt er von hinten. Gibt auch keinen Freistoß. Einfach mal voll reingegrätscht. Ist mir jetzt scheißegal. Der Schiri, der pfeift ja eh nichts, ne? Nur wenn es um einen Foul von mir geht. Siehst du, so wie genau jetzt auch. Was waren jetzt schon bitte schon wieder? Ein Handspiel oder was? Den hält Neuer natürlich. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er den nicht gehalten hätte. Wird wohl wieder ein 0:0 zur Halbzeit. Shaqiri. Noch eine letzte Chance. Fragezeichen. Oh, Pizarro. Pizarro, dann macht er das. Ich schieß doch. Ich drück doch schon auf Schießen. Mein Gott, dann kommt schon so ein schöner Pass auch mal an. Und dann sowas. Gut gemacht von Müller. Auch wenn er jetzt nicht mehr rankommt. Mmh.
Schlechter zweiter Pass dann. Das war doch kein Foul. Och, jetzt pfeift er ja trotzdem noch. Das gibt's doch nicht. Ah. Oh, jetzt pfeift er ab. Das gibt's doch nicht. Halbzeit, schon wieder 0 zu 0. Also langsam wird das echt lästig. Ich schieße gar keine Tore mehr. Aber so bleibt es wenigstens auch noch bei 0 Gegentoren, muss ich ehrlich sagen. Zumindest mal momentan. Und gegen die will ich jetzt absolut kein Gegentor kassieren. Thiago hat aufgepasst. Jetzt Pizarro. Götze. Shaqiri. Alaba. Flanke in die Mitte. Da ist niemand. Aber da ist Müller. Müller zurücklegen auf Thiago. Thiago. Oh, gehalten von Didavi. Didavi oder wie auch immer der heißt. Didavi. Oh, Kumbela. Aber jetzt haben wir den Ball. Jetzt war es abseits. Schade. Aber das hätte ich eigentlich sehen müssen. Von daher ist es egal. Pizarro deckt vorne ab. Genau. Oh, ja, den kriegt er. Den hat er sogar. Pizarro. Müller. Götze. Abseits wahrscheinlich. Oh. Das gibt's doch nicht. Oh, da steht doch keiner. Wir spielen ja noch zu Hause in der Allianz Arena, also muss jetzt so langsam mal ein Tor fallen. Oh nee, Schiri, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mann, das kann doch echt nicht wahr sein. Der pfeift alles. Wir sind doch hier nicht beim... Oh, beim Damenfußball. Das gibt's doch nicht. Wir sind nicht beim Basketball, wo man keinen berühren darf. Ja, jetzt haben wir auch noch Glück, dass wir hier nicht in Rückstand geraten. Das ist echt lächerlich. Geh ab jetzt. Jetzt geh in die Mitte, Pizarro, sonst verkaufe ich dich. Oder am besten löse ich deinen Vertrag auf, ey. Du machst ja gar nichts. Ja, so schrecklich. Oh, Rafinha verweigert auch seinen Dienst. Und faul. Oleg, er hat gepfiffen. Er hat für mich gepfiffen. Das gibt's auch gar nicht. Jetzt wechseln wir aus. Ich mach's genauso wie die auch. Wechsel. Jetzt machen wir es aber allerdings anders. Jetzt werden wir Pizarro direkt rausholen. Der ist ja total neben der Spur. Den brauchen wir gar nicht mehr zu bringen. Den bringe ich nie wieder. Der kann doch gar nichts. Der funktioniert nichts. Der ist viel zu langsam auch noch dazu. Robben rein für Thiago. Thomas Müller in die Mitte. Schweinsteiger bleibt erstmal noch draußen. So, jetzt haben wir zweimal gewechselt. Das reicht jetzt erstmal. Robben für Thiago. Ne, einmal habe ich gewechselt. Ah ne, Quatsch. Und Mandzukic für Pizarro. Oh. Der Ball springt auch noch durch. Varane. Götze Müller. Hol dir doch wenigstens wieder den Ball. Jetzt ist Kumbela allein auf weiter Flur da vorne. Da war so unnötig. Nee. Da finde ich gar keine Worte für. So unnötig war das.
Jetzt musste ich auf sehr offensiv stellen. Ich kann das nicht entgegennehmen, hier 1-0 hinten zu liegen gegen Braunschweig. Das muss jetzt sofort bekämpft werden mit größtem Druck, mit den größten Mitteln, mit den übertriebensten Mitteln. Mir ist das egal. Oh, schöner Ball auf Robben! Oh! Mann, mit rechts natürlich. 70. Minute, 1-0 für den Gegner. Das finde ich doch schön, gegen den Tabellenletzten mit 1-0 hinten zu liegen. Das gibt's doch nicht! Jetzt nach vorne. Müller auf Robben. Der Ball kommt gar nicht erst an. Aber jetzt hat Robben sich den Ball erkämpft. Und spielt dann direkt so einen Scheißpass. Und der Torwart kloppt das Ding raus, das war klar. Deswegen haben wir ihn jetzt nochmal. Götze auf Shaqiri. Shaqiri. Oh, Götze. Götze stolpert den Ball. Jetzt bleibt Neuer auf einmal im Tor. Jetzt, wo es mir egal gewesen wäre, den Ball nach vorne zu kloppen oder nicht. Jetzt, wie soll ich denn da durch vier Mann durchkommen? Die stehen jetzt natürlich mit allen Mann hinten drin. Mach jetzt! Hör auf damit! Ich will das nicht sehen! Oh! Dante. Martinez. Oh! Nur noch das Ding rauskloppen, ist klar. Shaqiri. Flanke in die Mitte. Mandzukic kommt auch nicht ran. Robben, beeil dich. Jawohl. Robben, Müller. Götze, Mandzukic. Mandzukic. Oh, Mann. Das war aber auch kein guter Schuss. Der war ja meilenweit daneben. Aber trotzdem, der muss doch irgendwie drin sein, mal irgendwann. Egal, machen wir es jetzt anders. Es geht ja schon gar nicht mehr anders. Wo können wir denn hier noch was? 4-2-4. Machen wir es halt so. Zwei Mittelfeldspieler. Robben über rechts. Götze ins Mittelfeld. Thomas Müller so. Mandzukic so. So muss es jetzt irgendwie gehen. Oder so, ja. Muss. Auch wenn das jetzt ziemlich komisch aussieht, das muss jetzt irgendwie gehen. Vier Stürmer und vier Abwehrspieler. Und nur zwei Mittelfeldspieler bei, glaube ich, 10 Mittelfeldspielern im Kader. Oh. Aber Hauptsache das vier, Hauptsache die Vierer Abwehr nicht aufgelöst. Oh, leck. Da steht schon wieder einer von Braunschweig, Krupke. Das gibt's doch nicht. Oh, eine Minute Nachspielzeit, natürlich. Dann, wenn ich hinten lieg, gibt's 5 Minuten Nachspielzeit. Quatsch, wenn ich vorne lieg, gibt's 5 Minuten Nachspielzeit mit einem Tor. Und wenn ich hinten lieg, gibt's eine Minute und dann pfeift der Schiri direkt ab. Das ist doch immer so. Das Spiel, das will einen doch nur verarschen. Siehst du? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Meine Fresse, ey. Krieg ich doch die Krise bei sowas. Das ist doch echt so, ne? Man liegt 2-1 vorne in der 90. Spielminute, da zeigt der 200 Minuten Nachspielzeit an. Und dann liegt man 1-0 hinten. Eine Minute. Wer braucht mehr? Der Schiri pfeift direkt ab. Bei mir pfeift der selbst nach 5 Minuten Nachspielzeit noch nicht ab. Mann. Das Spiel will einen nur verarschen. Jetzt habe ich auch noch einen Besten freigegeben. Boah, Mann.
Ja, so langsam kriege ich hier die Krise. Das doch, kann doch jetzt echt nicht wahr sein gegen so einen Furzverein. Boah. Alter, 94. Das ist brutal. Nein. Brutal. 94. Egal. Nächste Partie heißt Werder Bremen gegen Bayern München. Und die müssen wir dann gewinnen. Also das da kann doch echt nicht wahr sein, ne? Das kann echt nicht wahr sein. Egal. Am Schluss 1 zu 0 heißt es natürlich, das ist natürlich saubitter für uns. Aber egal. Noch sind wir Tabellenerster und punktgleich mit Dortmund jetzt natürlich. Jetzt muss ich mich irgendwie am Riemen reißen. Nächste Partie müssen wir gewinnen, egal wie. Wir müssen jetzt alles gewinnen, sowieso. Aber egal, ich sage jetzt erstmal auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch amüsant. Ihr habt euch über mich amüsiert, wie ich das Spiel da beendet habe. Und ich sage dann erstmal auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Ciao.